Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Heute spiele ich mit der ApoRed-Klasse in Black Ops 2. Ich kann sie euch gleich auch nochmal zeigen, aber ihr seht es auch schon, Elsat. Also alle OGs, die hier gerade zugucken, wissen, die Elsat war das Markenzeichen von Red in Black Ops 2, hier mit der Kriegskunsttarnung. So, hauen wir mal kurz hier in C4 vorwärts. Mit C4 hat Red nicht immer gespielt, aber auf jeden Fall öfter als ich, Digga. Der C4-King war natürlich eher Marcel. Ich nehme das Video gerade um 5.18 Uhr in der Nacht, beziehungsweise eigentlich schon in der Früh auf. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange ich jetzt schon an diesem Video eigentlich sitze, weil ich einfach keine Lobbys und so finde, ne? Also ich wollte eigentlich ein MW3-Video aufnehmen, aber dort war es komplett Katastrophe. Man hat nichts gefunden. Und wenn du was gefunden hast, dann war es halt einfach nur verhackt. Ja, BO4 wollte ich nicht aufnehmen, weil ich einfach Bock auf ein Oldschool-COD hatte. Und Black Ops 1 habe ich schon aufgenommen. Das kommt halt morgen. So, das ist halt, ja, kritische Hase, lange schmale Nase. Aber egal, Leute. Wir spielen jetzt hier einfach Black Ops 2 ganz gechillt. Könnt heute aber nicht ein krasses Gameplay von mir erwarten, weil, ja, ich muss auf jeden Fall jetzt diese Runde hochladen, weil ich vorproduzieren muss. Ich bin jetzt am Sonntag in Dortmund. Okay, nice. Ganz hinten war auch noch einer. Okay, wir laden mal ganz kurz nach. Ich spiele hier mit ziemlich außergewöhnlichen Streaks auch für meine Verhältnisse. Taneli, Orbi und Escort-Drohne. So, schön pre-aiming hier mit der Elsat. Ich habe mich immer so damals aufgeregt, als Red mit der Waffe gespielt hat. Ne? Ich fand dieses so unfair. Aber das war natürlich auch ein bisschen übertrieben auch von mir, ne? Ich meine, die... Oh... Feind ausgeschaltet. Die SKH oder die AN94 ist auch mindestens eigentlich genauso gut. Aber man hat halt hier einfach so viel Schüsse, ne? Das ist unglaublich. Kurz vor Scott-Drone leider gestorben, aber wir haben Orbi erreicht. Das macht die Waffe halt ultra strong, ne? Man kann so easy auf Feeds gehen. Man muss sich erstmal Ewigkeiten nicht um Nachladen und so kümmern. So. Haben wir den hier. So, Leute, das meine ich. Schaut mal, dann hole ich jetzt den. Jetzt holen wir den. 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 Oh mein Gott, wie viel waren das? Das sind noch mehrere gespawnt, ne? Super Abschuss. Sechsfach Kill. Nice, Digga, nice. Komm, wir probieren mal den nächsten Feed noch. Zwei sind hier. Eins. Einer ist oben. Hier gespawnt. Zwei. Man kann geil auf Abschusskette mit der Waffe gehen. Drei. Oh Gott. Vier. Fünf. Schade, Digga, wenn da noch welche gespawnt sind, ne? Schon wieder Superabschuss. Oh Gott, Back-to-Back Superabschuss. Lol. Na los, na los. Hauen wir mal kurz Taneli raus. Auf lustig. Komm, vielleicht können wir nochmal ein Reset erspielen. Ist hier einer gewesen? Er ist hier in der Ecke. Nein. Ich will den. Belastend. Ich muss eigentlich nachladen. Aber eigentlich noch lange nicht. Ich kann noch locker drei Gegner jetzt mit den Schüssen holen. Mindestens mehr sogar. Wenn ich alles treffe, vier Gegner. Einen auf jeden Fall. Hinten noch einer gespawnt. Nochmal Orbi. Escort-Drohne. Noch ein Taneli. Ich glaube, ich kann ihn noch nicht raushauen. Ey, geile Runde, Digga, aber... Sollte ich vielleicht öfter mal die Red-Klasse spielen in BO2. Ich habe die fast nie gezockt, die Elsat, ne? Immer mit einem 8, Digga. Und aber ich muss schon sagen, ich habe mit Red schon einen heftigen Konkurrenzkampf gehabt in Black Ops 2. Hat mich damals so heftig aufgeregt, als er die Triple Nuklear einfach vor mir geschafft hat, weil das Ding ist einfach, er hatte so 10 Double Nuklears oder so vielleicht und hatte dann direkt die Triple und ich hatte halt 90 Double Nuklears und hatte keine Triple Nuklear. Ich habe halt so viel öfter davor gechoked, das war echt traurig. So, komm, pre-aimen, pre-fire meine ich. 41,5, ey, krass, Digga. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe sogar damals mit Red ein bisschen zusammen gewohnt, über einen Monat lang in Köln. War auf jeden Fall eine coole Zeit, Digga. Und ich bin auch gerade auf diese Videoidee gekommen, dass ich auch hier mit der ApoRed-Klasse zocke. Ich kann sie euch hier nochmal zeigen, weil Red gerade ein Songvideo hochgeladen hat. Den Submariner-Track fand ich im Übrigen richtig geil. Overflow, wir müssen Overflow spielen, das ist die ApoRed-Karte, Digga. Was? Nummer 1, oh, 2, oh, wow, wow. 3, ey, Digga, die Lobby ist echt heftig geil, Mann. Drohne erwartet Befehl.
Seele. Sprengladung! Konterdrohne erwartet besiegt. Abgeschossen. Oh. Konterdrohne nähert sich. Oh, wow, wow, wow. Schon wieder Mega-Abschuss. Leute, was geht denn hier ab, Digga, mit der Elsat? Wieso habe ich nie mit der Elsat gespielt? Junge, Mann, beste Waffe der Welt. Oder was? Holy shit, Digga. Und ich habe die immer schlecht geredet einfach. Nein! Warum lade ich nach, Digga? Ich hatte doch noch 23 Schüsse, Mann. Numero uno. Numero dos. Ey, Bro, die Connection aber auch gerade in dieser Lobby ist zu geil. Kommt hier einer außen? Jetzt habe ich nur noch 8 Schüsse. Jawohl, noch perfekt getroffen. So, kurz nachladen. Da ist einer außen. Dröhnchen. Bleib stehen, Digga. Konterdrohne erwartet Befehl. Scharfschütze ausgeschaltet. Gefahr eliminiert. Alter, ich kann schon wieder ein Feed werden. Das geht ja eigentlich ab, Digga. Abgeschossen. Da bewegt sich was. Sprengladung scharf. Nein! Leute, der war doch weak sogar noch von meinem C4. Wieso ist der nicht gestorben? Dafür ist die Elsa halt gut, ne? Um so zu pre-firen. Oi, oi. Wie viele sind da? Noch einer war da doch. Nein, Mann, das wäre so der easy Quad-Feed gewesen. Ach, Digga, es ist schon einfach eine gute Waffe, ne? Was soll man dazu sagen, Leute? Ich glaube, das wisst ihr aber auch alle. Ich meine, wir sind im Jahr 2019. Aber ich habe halt die Waffe so selten gespielt, ne? Mir wird das gerade richtig klar, wie viel Spaß ich eigentlich vergeudet habe, ne? Ich spiele jetzt hier schon wieder gegen 3 Gegner, ne? Jetzt muss ich aber schon einen Nuke machen gegen die 3. Amen, Boys. Oh mein, ey, ich fass es nicht. So. Ich habe nur noch 14 Schüsse gerade in meinem Magazin. Jetzt sollte ich aber schon mal einmal nachladen. Chillen wir mal ganz kurz uns hier hinter. 7-0 habe ich angefangen. Nice. Ich glaube es nicht, was ich hier jetzt gerade mache. Naja, wir haben 5.33 Uhr und ich schwitze nachts gegen 3 Gegner in Team Deathmatch 2019 in Black Ops 2. Ey, dafür habe ich echt einen Orden verdient, ne, von Call of Duty. Ladung scharf! RNC4? Schnell Orbi raus. Jawohl, solche Kills liebe ich. Ich habe echt abgewartet, Leute. Ich wollte gerade komplett auf Nummer sicher gehen. Bleib da, mein Junge. Jung. Ich bin noch gefehlt, dass er mir so ein Ballistikmesser reinhaut. Thanks for it. Nice. Komm her. Nein, das machen wir jetzt hier nicht, mein Freund. Oh nein. Weg hier. Ach, nachladen. Alter, als ob der nicht down gegangen ist, der Typ. Kommt hier nicht. Kommt hier vorne? Ne, der ist Mitte gelaufen. Oh, das ist halt belastend, dass ich den Wieser nicht geschafft habe. Oh mein Gott, gerade noch reagiert, ne? Der ist erledigt. Junge, warum laufen die an den Dings vorbei? Den Gegnern. Teammates. Boah, Spawn so gelesen, ne? Alter, was machen meine Teammates hier in der Disco? Das verunsichert mich übelst. Leute, ich bin echt aufgeregt gerade. Ich will irgendwie den Nuklear zusammenschwitzen hier. A la Red-Manie.
Eins vor Orbi bin ich. Ich lade mal nach, glaube ich, nochmal. Danach müsste ich eigentlich die Nuklear Fresh machen können mit der Munition. 100 Schuss für 11 Gegner. Ja, muss ich schon komplett 100 Prezi haben. Wobei, komplett 100 Prezi müsste eigentlich auch... Müsste eigentlich auch so 60 Schüsse ausreichen. Easy. Der kriegt erstmal ein C4, der Freund. Oh mein Gott. Ich habe aber, glaube ich, Kugelweste dabei. Konterdrohne erwartet Befehle. Er ist erledigt. Nice. Whoop. Ladung scharf. Bedrohung neutralisiert. Konterdrohne nähert. Ich habe keine Munition. Verbündete Drohne nähert. 29-0. Kurz vor Nuklear. Eins vor, besser gesagt. Leute! Bitte, lieber Gott. Jawohl! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß, das war jetzt nicht das heftigste Gameplay, aber das Ding ist einfach, Leute, damit ihr mitfühlt, ich bin hier schon so lange vom PC und versuche ein cooles Call of Duty Video aufzunehmen, aber mir wurden so viele Steine im Weg gelegt, weil einfach niemand spielt. Es gibt, entweder sind es Hacker oder du findest keine Lobby. Zack. Hinter mir nochmal. Ey, das ist so eine geile Lobby. Warum kann das nicht in Herrschaft sein, ne? Ich wollte eigentlich Frei für alle aufnehmen, weil Red ja auch sehr oft Frei für alle gespielt hat mit der Elsa und dann immer so schön patrouilliert hat. Aber war mir leider nicht möglich. No Lobbies, man. Ach komm, jetzt wird mir der Kill echt noch geklaut, oder was? Whoop. Okay, eine Minute noch. Ich habe halt einfach fast alle Kills gemacht bei meinem Team, ne? Verbündete Drohne nähert sich. Jetzt werde ich sterben. Nein. Kriegt er nochmal? Nein, ich wollte ihn auch noch holen. Ey, mit Zielsucher spielt er. Okay, Leute, das soll es fürs Video gewesen sein. Ja, 47er ganz schick nochmal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Viska. Red is over and out.